So, hallo euch allen. Da sind wir wieder bei Madden NFL 19, immer noch im Little Monster Event unterwegs. In den Monster Maker Challenges. So, und wir treten diesmal an gegen die Green Bay Packers. Stop the Boogeyman. Innerhalb eines Drives dürfen wir maximal drei vollständige Pässe zulassen mit unserer Defense. Das wird spannend, denn wir wissen ja bei den Green Bay Packers als Quarterback, da wird dort hinten ein gewisser Aaron Rodgers spielen und das ist ja nun wirklich keiner der schlechteren seiner Zunft. Da bin ich mal sehr gespannt. Ich werde erstmal mit einer normalen Cover-3-Defense arbeiten, denke ich. Wenn das nicht funzt, müssen wir auf den Blitz umsteigen. Wobei ich gerade jetzt, so wie ich sage, überlege, ich glaube, ich werde direkt auf den Blitz umswitchen. Einfach, weil ich ja immer noch eine Schwäche habe. Ich habe ja noch innerhalb ein Little Monster, den einen Cornerback bei mir im Team. Und der ist ja noch überhaupt nicht gepimpt, der ist ja noch ganz klein. Der dann gegen den Top-Receiver der Packers spielt. Das halte ich für keine so sinnvolle Konstellation. Deswegen werden wir blitzen. So. Ich stelle es aber nicht in den Optionen ein. Einfach, weil ich weiß, dass dann hier eine Strafe nach der nächsten gegeben wird. Gegen meine D-Line. So, wir switchen wieder auf die Marcus Lawrence in unvollständiger Pass. Das war doch schon mal gut. Und schon haben wir einen zweiten Versuch und 10. So, mein Coach bekommt, ich bekomme keinen Blitz. Nehmen wir den Mike Will Blitz. Das ist, glaube ich, Ryan Shazier, der jetzt nach vorne stürmen wird. Kommt aber nicht so gut durch, aber die Marcus Ware, glaube ich. Nein, das war glaube ich, Crawford. Randy Crawford mit dem Sack. So, wir bleiben bei, nehmen den Sam Blitz. Diesmal ist es der andere Linebacker, Sean Lee, der blitzen wird. Schicker Move von Rodgers. Lassen die Uhr runter tickern. Logisch, das machen sie, weil sie halt, wir sind kurz vor der Halbzeitpause, dass sie nicht wollen, dass ich noch gegebenenfalls viel Zeit auf der Playclock habe. Incomplete Pass. Das heißt, wir haben einen vierten Versuch und 18. So, und da die Packers jetzt punten müssen, haben wir diese Challenge just in diesem Augenblick geschafft. Sehr gut, perfekt. Das war's, bis zum nächsten Mal. Ciao.